Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Part. Alles Müller oder was? Ich liebe diese Mucke, die in diesem Part immer läuft. Ja, sehr geil. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. 20 Tore, 9 Vorlagen hat Müller bis jetzt gemacht. Und ihr konntet im letzten Part wieder bei einer Umfrage mitmachen und habt euch natürlich für einen Spieler entschieden. Es war eigentlich klar, die Umfrage hätten wir fast gar nicht machen sollen, brauchen. Es war Reus, der vor Ribéry gewonnen hat, ganz eindeutig. Und deswegen ist Reus mit heute am Start und wie auch gesagt im letzten Part ist auch Götze diesmal dabei als ZOM hier auf der rechten Seite mit Gündogan und Vidal. Ja, wie ihr seht, habe ich auch diesmal diese Frisur nicht mehr. Das sollte eigentlich ein Iro sein im letzten Part, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt mit meinen paar Schamhaaren hier oben auf dem Kopf. Aber egal, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich ins Spiel und es fehlt nur noch ein Spieler. Das heißt, wir brauchen ein Tor von Müller oder eine Vorlage brauchen wir nur noch. Dann haben wir den rechten Spieler und da müssen wir mal gucken, wie wir das machen werden, weil ich... Geh mal davon aus, dass ihr robben wollt. Wir werden das mal gucken, wie ich das mache mit der Umfrage. Schauen wir am Ende nochmal rein. Und ich bin jetzt in Liga 3. Wer mir ja bei Instagram folgt, der wusste das schon. Mein kommender Gegner hat auch eine Bundesliga-Mannschaft. Und mit Kruse vorne, der ist ja noch nicht mal selten, ja, im Sturm. Und Hermann, der jetzt auch wieder zurückgekehrt ist oder zurückkehrt zu Gladbach nach seinem Kreuzbandritz. Das würde ich ja mal sagen, ist eine machbare Mannschaft hier als Gegner. Nur der Skill ist halt die Frage. Oh, das war eine schöne Vorlage hier auf Vargas. Und jetzt die Flanke zu Müller oder auch Reus. Nee. Schön. Und jetzt Gündogan mit dem Schuss. Knapp vorbei. Also hier, wir geben uns echt nicht viel hier, der Gegner. Und ich bin, wir sind so auf einer Augenhöhe, finde ich gerade. Nein, jetzt kommt er durch tatsächlich. Und dann hier diese große Möglichkeit, die macht er nicht rein. Also wir geben uns echt wirklich nicht viel. Das waren jetzt 2 Chancen hier im Spiel gefühlt. Wir werden es gleich nochmal in der Halbzeit sehen, aber ich bin gespannt, was hier noch weiter passiert. Das ist echt, ja, hochgradig spannend. Nur nicht wirklich mit Torchancen. Oh, jetzt kommt er vors Tor und dann hier noch abgeblockt von Alaba. Gott sei Dank hier noch vor der Halbzeit das Ding gerettet. Jetzt gibt es noch eine Ecke, die lassen wir jetzt mal noch laufen, weil wirklich nicht viel war im Spiel bis jetzt. Oh, das Tor ist leer und Alaba jetzt hinten raus. Ich versuche mal vorne, ist da Müller? Nee, der ist da nicht. Super, auf dem Radar geschaut. Ja, so sieht's aus in der Halbzeit. Ein Schuss jeweils und ja, es ist, ihr seht, es ist ausgeglichen, so wie ich es vorher gesagt habe. Jetzt die Kampfansage für die zweite Halbzeit mit Müller. What? Ich dachte, er ist da weg. Boah, jetzt ist aber all in gegangen. All in, meine Damen und Herren. Oh, Pfosten, ey. Ich bin gerade nicht richtig gut, wie sonst eigentlich immer. Oh Mann, ey. Müller, Müller. Ich meine, wir sind jetzt noch beim 0:0. Ja, das muss man ja hier immer auch mal festhalten. Schön auf Vargas. Oh, jetzt aber. Jetzt muss es doch klingeln. Es muss jetzt klingeln. Müller mit dem Schuss und das Ding ist drin. Ey, ich mache es hier noch tatsächlich, obwohl er die ganze Zeit jetzt die Chancen hat. Ich habe auf Konter gestellt und dann mache ich hier auch den Konter und dann geht das Ding rein. Müller sein 21. Treffer jetzt. Das heißt, es gibt auf jeden Fall den rechten Flügelspieler. Wenn wir jetzt noch gewinnen und das 0 halten, dann ist natürlich auch krass. Aber ja, mehr dazu am Ende dann, würde ich sagen. Oh, schön gemacht mit Reus. Jetzt Götze. Götze! Und oh, der verliert den Ball. Hat er gut gemacht, hat er gut verteidigt. Ah, shit. So, Leute, die 90. Minute läuft. Es ist gerade ziemlich hot hier, weil der Gegner voll noch reingeht. Aber wir haben das Ding gerockt. Es geht 1:0 aus mit dem Tor von Müller. Würde jetzt heißen, dass wir 3 neue Spieler bekommen, weil ich gewonnen habe, weil Müller ein Tor geschossen hat. Und weil wir noch 0 gespielt haben. Aber wir haben jetzt das Team komplett. Der rechte Flügelspieler. Ihr könnt jetzt einfach abstimmen dafür. Ich würde jetzt eigentlich so sagen. Ich mache auch Robben mit in die Abstimmung rein, falls ihr den wollt. Aber ich kenne euch zu gut. Es gibt auch noch Douglas Costa. Der ist auch sehr gut. Und ihr werdet sehen, wer da noch so dabei ist. Hermann wäre ja auch dabei, theoretisch. Also schauen wir mal, wen ihr da abstimmt. Und Robben hätte ich halt als Ausleihspieler für 4 Spiele. Und ich denke mal, das reicht dann auch für die Zukunft, falls ihr den wählen solltet. Wir werden es jetzt so machen.
Und zwar, ich zeige euch jetzt noch die Statistik im Hintergrund. Und zwar folgendermaßen, wenn, es geht jetzt natürlich noch weiter, ich werde jetzt noch weitere Informspieler ins Spiel bringen und ich würde sagen, die kommen dann auch einfach dann rein, wenn Müller ein Tor schießt. Alles andere ist völlig egal. Müller muss jetzt treffen, damit Informspieler reinkommen. Ich habe da zum Beispiel in Aussicht, den ich sowieso schon noch mir leisten kann, das ist ja auch das Wichtige, Holtby in Form, dann hätten wir noch Ginter in Form und vielleicht, ich weiß nicht, wen man noch so günstig kaufen kann, auf dem Transfermarkt aus der Bundesliga, werden wir einfach mal schauen, wie viele da noch so möglich sind und je nachdem gebe ich dann anderen ab, zum Beispiel den Boateng, vielleicht gibt es da einen anderen günstigen Innenverteidiger, halt, dass halt ein paar Informspieler noch reinkommen. Ich würde sagen, so machen wir die Serie weiter, so macht sie Spaß und jetzt zeige ich euch wirklich noch die Statistiken. Also es war, ja, es war eigentlich sehr ausgeglichen und es war ein schöner Part, ich habe gewonnen, ich freue mich, ich hoffe, ihr habt euch auch gefreut und macht bei der Umfrage mit, Link in der Beschreibung, ansonsten einfach auf modernconsumer.de. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.